bin sehr beeindruckt von der Play, einfach weil sie so vielfältig ist, weil es praktische Workshops gibt, theoretische Workshops, jetzt auf der Conference, wo einfach auch die Praxis des Computerspiels nochmal theoretisch hinterfragt wird. This is an amazing festival and I think it's important that we have these kinds of festivals to show that games are more than just pastimes for adolescents in their parents' basements, but that games are also starting to be cultural products. And I think festivals like this one is helping raise awareness that gaming is not just a waste of time, but also a cultural activity and a cultural product. Das Besondere am Playfestival ist meines Erachtens, dass es die Bandbreite aufzeigt, was man mit Spielen alles machen kann und dadurch auch Leute für Spiele interessiert, die vorher noch gar nicht wussten, dass das was Spannendes ist, ne? Oder dass das was Kreatives ist. Und das finde ich ganz toll, dass sie das so engagiert vorantreiben und das jetzt auch so groß geworden ist in Hamburg. Und ich bin ganz beeindruckt. Ich war heute Morgen erstmal noch auf der Ausstellung unten und habe richtig tolle Sachen gesehen. Ich habe spannende Spiele, spannende Konzepte erlebt und es ist ganz wunderbar, wie mit Computerspielen so ein großes Festival einfach gestaltet werden kann. Was mir hier besonders gut gefällt, an der Play, dass eine ganz andere Zielgruppe da ist als bei klassischen Entwicklerkonferenzen oder bei der Gamescom zum Beispiel. Also die GDC zum Beispiel hatte dann immer so, das sind halt Entwickler, die sich unterhalten über Entwicklerthemen. Und hier hat man so das Gefühl, dass die Spielkultur im Vordergrund steht. Das kann eben, wir hatten jetzt gerade, ich war Teil einer Diskussion über, wie verhält sich Literatur zu Spielen zum Beispiel. Und das sind so Themen, die auch wichtig sind zum Thema Spielkultur, die besprochen gehören, ja, über die man sich unterhalten kann, über die man sich austauschen kann. Und auch der künstlerische Aspekt, der kommt mir hier auch irgendwie gut zum Vorschein, dass man einfach mal eine andere Blickweise auch auf Spiele erhält. No play. Is a fundamental, you know, human activity, or even animals play, and you know, and basically, I mean, people shouldn't stop playing when they turn adults. For instance, obviously, kids need to play; that's their work, so to speak. And so, any festival that is able to, you know, bring different kinds of games on display into a city and people who don't necessarily think about games that much and sort of open their eyes that there are stuff going on with games and all that, so I think it's positive, very positive, and should happen all around the world.